Hey ho und willkommen zum Remake von Final Fantasy VII. Ich hoffe, ihr habt Spaß dabei und dann geht's auch schon los. Dann würde ich mir auf jeden Fall erstmal nochmal die Gasse angucken wollen. Durch die Stadt bin ich ja jetzt einmal durch. Zumindest so weit, wie ich kann. Bin ich auch durch die Gasse? Immer ein bisschen schwierig. Ja, da geht's auch noch dahin. Hier ist auch absolut nichts in der Gasse, okay. Das heißt hier ein paar aufs Maul. So, bin ich mal neugierig. Das müsste ja dann hier sein. Hallo, guten Tag. Gibt's hier was? Eine Kiste. Handgranaten. Wow. Das war's? Ist jetzt nicht so viel. Gegner gab es jetzt hier auch keine. Na gut. Dann würde ich mal behaupten. Was ist los? Wir sind bereit dafür, in siebten Himmel zu kommen. Es gibt viele Leute. Dank Shinras Propaganda. Noch eine Miezekatze. Naja, rein da. Ich glaube, ich esse heute Abend mal wieder im siebten Himmel. Morgen. Na? Marlene schläft noch. Schön leise. Na klar. Gut, wollen wir gleich los? Hä? Heute steht der Tausch von Wasserfiltern an. Stammen von Jesse. So eine Art Universalentgiftungsfilter. Ohne die wäre das Wasser hier ungenießbar. Und der siebte Himmel vermutlich längst schon pleite. Die meisten in der Nachbarschaft verwenden sie. Der Job ist echt super einfach. Wir bringen den Leuten neue Filter und sammeln das Geld und die alten ein. Cloud ist überaus begeistert. Muss das sein? Das schaffst du doch allein, oder etwa nicht? Naja, nicht jeder Kunde zahlt auch gern. Hey, du bist mein Bodyguard. Naja. Bringen wir es schnell hinter uns. Vielen Dank. Ich zeig dir auch etwas die Gegend. Ich hab mich schon umgesehen. Eingesammelte Geld kannst du direkt behalten. Du musst ja bestimmt noch viele Besorgungen machen. Danke, Tifa. Falls das nicht reicht, bekommst du den Rest später. Barrett wollte auch noch was eintreiben. Solange ich es heute krieg, kein Problem. Ja. Ja. Okay. Wir sind hier, um den Filter auszutauschen. Hallo Tifa, wie schön, dich zu sehen. Hab dich schon vermisst. Oha, wer ist das? Das ist Cloud, der hilft mir heute. Das Geld kannst du ihm geben. Wow, wie beneidenswert. Für deinen Job würde ich alles geben. Du würdest kläglich scheitern. Was? Cloud? Warum kaufst du nicht etwas ein, wo wir schon mal hier sind? Na gut, wenn's sein muss. Klar. Gegenstände. Der hat auch wieder ein Musikstück. Der Prelude. Das müsste das sein, was gerade läuft. Ja, nehme ich gern. Zum Glück ist das nicht so teuer. Er hat Materias. Frost und Gewitter habe ich noch nicht. Das ist aber eine Menge Gil. Ich glaube, ich warte ab. Ich finde die bestimmt. Blitz wäre mir aber tatsächlich wichtig. Ich mag Blitz. War schon immer so ein bisschen mein Favorite.
Besten Dank. Gern. Du bist mir immer willkommen, mein Freund. Ehrenwort. Mhm. Wenn du Tifa im Schlepptau hast, versteht sich. Dann bis bald in der Bar. Ich mix dir auch einen deiner Lieblingsdrinks. Okay. Darf ich hier hinter? Nein. Ist ja sonst was? Nein. Tifa? Hereinspaziert, Der Verkäufer ist Stammkunde bei uns. Deshalb gibt er uns gute Konditionen. Mhm. Na, mir wohl kaum. Du könntest versuchen, etwas netter zu ihm zu sein. Nur um den Preis zu drücken? Vergiss es. Unsere nächste Anlaufstelle ist die Vermieterin der Stella Apartments. Male? Du kennst sie schon? Sehr gut. Sei nett zu ihr. Sie hilft uns von Avalanche wirklich sehr. Okay. Jetzt sehen die da oben mal, wie viel sicherer das Leben in den Slums ist. Mein Mann ist zum Bahnhof gegangen, um zu gucken, ob die Züge wieder fahren. Hallo. Hallo, Male. Wir sind wegen der Filter hier. Tifa, wie schön, dich zu sehen. Oh, und in Begleitung. Rein geschäftlich. Lächeln. Ich habe ihn um Hilfe gebeten. Pass gut auf sie auf. Nicht nötig. Das kann ich sehr gut selbst tun. Weiß ich ja. Aber manchmal ist's besser, wenn's jemand anderes tut. Und was sollte so ein Miesepeter wie der außer Kämpfen schon können, ne? Wenn Sie meinen? Lächeln. Ich geb mein Bestes. Warum so verbissen? Nicht gut geschlafen? Dann ruh dich aus. Wofür hast du das Zimmer? Müde Männer murren mir. Die erste Regel in den Slums. Ganz genau. Ausgeruht bekommst du vielleicht auch ein Lächeln hin. Danke, Male. Wir müssen jetzt weiter. Einen schönen Tag noch. Mhm. Euch auch. Viel Erfolg auf eurer Runde. Rastpunkt. Ruht man sich auf den blauen Bänken neben Verkaufsautomat oder in Betten in eigenen Zimmer aus, können TP und MP vollständig geheilt werden. Ja. Ist klar. Standard. Wenn du müde bist, leg dich doch in deinem Zimmer hin. Ja, jetzt gerade nicht. Dank Male habe ich mich ganz schnell hier eingelebt. Wohnst du schon lange in den Slums? Etwa 5 Jahre? Aber das ist jetzt egal. Wir müssen das Geld einsammeln. Fehlt nur noch der Waffenhändler. Mhm. Das klingt gut. Ah ja. Verstehe. Sieh mal einer an. Tifa. Ob ein Filtertausch ansteht? Also, der Filter hat überhaupt nicht gewirkt. Das tut mir sehr leid. Dann versuchen Sie es doch mal mit diesem hier. Ich hab genug von dem Zeug. Lasst mich in Ruhe. In Ordnung. Wenn Sie Ihre Schulden beglichen haben. Wie bitte? Ich soll für den nutzlosen Schutt auch noch bezahlen? Das Geld sammelt der Herr dort ein. Schön für ihn, aber nicht bei mir. Sind Sie da sicher? Recht herzlichen Dank. Damit hätten wir alle Kunden abgeklappert. Das Geld ist eingesammelt. Willst du dich noch etwas hier umsehen? Ich will lieber wissen, wann Barrett mit seiner Runde fertig ist. Spätestens, wenn die Bar abends öffnet. Dauert aber noch ein bisschen. Was willst du tun? Tja, gute Frage. Naja, also, ich hätte da eine Idee. Willst du sie hören? Wenn du dein Geld hier mit Aufträgen verdienen willst, dann brauchst du die richtigen Kontakte. Mhm. Etwas Vitamin B hat noch keinem geschadet. Ist das auch so eine Slum-Regel? Ganz genau. Beziehungen verschaffen dir Arbeit. Und wenn du dich gut dabei schlägst, spricht sich das rum und du erhältst neue Aufträge. Soll heißen? Du könntest zum Beispiel der Bürgerwehr zur Hand gehen. Das läuft zwar eher auf freiwilligen Basis, aber Leute lernst du ganz sicher kennen. Ein Versuch ist es wert. Ist gleich hier oben. Folg mir einfach. Okay. Hereinspaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne Waffe sein. Die richtige. Ja, ich möchte das mal bei dir gucken. Drücker wie du werden hier nicht bedient. Also verzieh dich. Wow. Arschmade. Übrigens, ich habe mitgezählt. Sie schuldet mir immer noch 900. Spaziert und umgeschaut, mein Herr. Wer in den Slums lebt, sollte nicht ohne. Hier war ich schon mal.
Hier bin ich über die Leiter hergekommen. Hallo. Auf den Rostpfaden ist es echt nicht mehr sicher. Da muss was geschehen. Klar, und du? Ich gehe mir das morgen mal angucken. Aber nicht allein, hörst du? Einfach hier rein? Hi. Heute seid ihr zwei also mit Dienst dran? Oh. Sag mal, Cloud, willst du uns etwa unter die Arme greifen? Hängt davon ab. Was macht ihr bei der Bürgerwehr? Ziemlich viel. Also, wir säubern die Slums zum Beispiel von Ungeziefer. Und bringen den Leuten zu kämpfen bei. Meistens sowas. Denn am besten schützt man sich selbst. Eine der wichtigsten Regeln in den Slums. Cloud muss hier noch ein bisschen bekannter werden. Ein guter Ruf ist gut fürs Geschäft. Die Bürgerwehr wäre da genau das Richtige, dachte ich mir. Das trifft sich ja ausgezeichnet. Gibt nämlich was. Das ist uns eine Nummer zu groß. Okay. Zahlen können wir nicht. Aber wir zeigen uns anders erkenntlich. Lass mal sehen. Zum Beispiel dein Schwert. Nicht modifiziert? Stimmt. Hab ich nicht nötig. Wieso? Hast du was gegen Mods? Die würden dir das Leben erheblich erleichtern. Ich erklär's dir mal. Kann ja nicht schaden. Okay. Neue Funktion, Waffenmodifikation. Du kannst jetzt deine Waffen modifizieren. Nutze deine Waffenpunkte, WP, um Modifikationen für deine Waffe freizuschalten. Tutorial anzeigen. Waffen werden über das Menü Waffenmodifikation modifiziert und verstärkt. Zuerst musst du den Charakter wählen, dessen Waffe du modifizieren möchtest. Wähle Cloud mit X. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, WP. Aha, 10 von 20 nehme ich mal an, dass das die Punkte sind, die dir pro Waffe maximal zur Verfügung stehen. Sie nimmt an steigenden Stufe eines Gruppenmitglieds zu. Okay, als nächstes musst du die Waffe wählen, die du verstärken möchtest, ja. Wähle das Panzerschwert mit X. Ja, ist eigentlich das Meisterschwert, aber ist okay. Die Zahl rechts steht für die Waffenpunkte, die du auf die aktuelle Waffe. Ja, ja, ja. Boah. Interessant. Sehr interessant. Verbessere deine Waffe mit Modifikationen, um die zum Freischalten von Modifikationen benötigten Waffenpunkte. Können für jede Waffe einzeln verteilt werden. Reize das Maximum also für jede Waffe voll aus. Wähle Modifikationen mit dem linken Stick oder mit Steuerkreuz zum Freischalten aus. TP-Maximum. Magische Attacke. Physische Attacke. Schaden von Schwertwirbel. Ja, es ist eine gute Frage. Ich würde erstmal physische Attacke, oder? Wäre ich jetzt so. Freischalten. Okay. Punkte maximal ausnutzen. Das kostet 4. Das kostet auch 4. Das kostet alles 4. Ich habe noch 6. Was nehme ich denn dann noch? Magisch. Schwertwirbel. Er erhöht den Schaden von Angriffen während der Offensivhaltung. Okay. Also die schweren Angriffe. Okay. Ich würde dann erstmal noch den Schaden ein Stück hochnehmen. Ja, für 2 Punkte kriege ich nichts mehr. Du hast die Möglichkeit, deine Waffen automatisch modifizieren zu lassen. Drücke dazu bei der Waffenauswahl Dreieck und wähle den Modus automatisch. Auf keinen Fall. Du hast deine erste Modifikation freigeschaltet. Modifikationen verbessern zum Beispiel die Parameter deiner Waffe und schalten neue Materia-Slots frei.
Wenn die maximale Waffenpunkte eines Charakters bei einem Stufenaufstieg steigen, steigt auch die Waffenstufe. Je höher die Waffenstufe ist, desto mehr Modifikationen stehen dir zur Verfügung. Tutorial ist hiermit beendet. Alles klar, verstehe ich. Bestimmen, manuell. Ja, definitiv. Hat's geklappt? Übung macht den Meister. Also einfach mal ausprobieren. Hi, okay. Gemacht. Wir werden auch noch Werbung für dich machen. Das sind wir dir schuldig. Okay. Dank Wedges Plappermaul bist du im Nu in aller Munde. Für meinen guten Kumpel Cloud laufe ich gerne noch eine Extra-Runde. Ehrensache. Und wo finden wir besagtes Ungeziefer? Auf den Rostpfaden. Viel Glück. Ich komme mit dir mit, Cloud. Das schaffe ich auch allein. Aber zu zweit geht's schneller. Okay. Dann einfach mir nach. So gut wie ich kennt niemand die Slums. Tifa ist der Gruppe beigetreten. Bin ich doch direkt begeistert. Ausrüstung. Was hat ein Tifa so? Chakra. Okay. Ich habe aber noch nicht ausgerüstete. Das heißt. Okay. Attacke und Elementbonus für Ausweichrundumschlag. Ja. Und TP-Dings. Das pushen wir hier mal rein, einfach damit es mitleveln kann. Stimmt, ich habe ja auch Stuff. Einen nehme ich mal auch abgeholt. Ne? So ein bisschen kann man sich kostenlos holen. Daher nehme ich es mit. Ein Armreif, der wie ein Symbol für die Markusstadt Midgar steht. Okay, hat einen Slot. Shinra-Reif. Ah, okay. 18 Schild und Magie 2. Aha, okay. Ein prächtiger Armreif, in den die Firmensiegel des Shinra-Konzerns eingraviert ist, mit 2 Slots. Das gefällt mir. Aha, die haben keinen Slots und nur plus 10. Okay, Armreif des Dons. Ein extravaganter Armreif, der mit dem Zeichen Don Corneos versehen ist. Ja, den lernen wir noch kennen. Okay, und ein Eisenreif. Ja, ist low. Ich nehme natürlich den Don, weil er hat 2 Slots und dann auch noch verbunden. Accessoire haben wir auch ein paar. Okay, Kraftreif haben wir, glaube ich, gefunden. Stärke erhöht sich um 5%. Das klingt gut. Bewahrt einmal im Kampf vor Kampffähigkeit. Wirkt nicht gegen Spezialattacken, die sofortigen Tod verursachen oder wenn die TP 1 betragen. Verstehe. Verringert den Schaden durch Feuer, Eis, Blitz und Windelementattacken. Mehr Schaden oder Resistenzen allgemein? Ich glaube, Resistenzen allgemein ist gar nicht so doof. Schön. Dann bekommst du das dann noch mit rein. Ja, dann kannst du auch den mitnehmen. Ja, ja. Das ist dann, spielt dann keine wirkliche Rolle. Okay, Tifa. Halt. Bronzereif. Ja, toll. Dann kriegst du den Shinra-Reif. Und den Kraftreif. Davon habe ich nichts mehr. Okay, ich hoffe, das ist so okay. Waffenmodifikation. Tifa hat ja auch 10 Punkte. Muss ich mal kurz. Ich weiß nicht, ob ich das dann tatsächlich immer währenddessen mache oder ob ich das nicht immer mal so zwischendurch offscreen einfach mal so ein bisschen aktualisiere. Da bin ich mir echt unsicher. Die Schnelligkeit, physischer Schaden, TP
und MP. Physische Attacke. Klar, nehmen wir. Und ich glaube, Schnelligkeit ist bei ihr auch gar nicht so doof. Sehr schön. Gut. Gut, gut, gut. Kampfeinstellung. Anführer. Anführer wechseln. Okay. Gegnerdatenbank. Magie. Gegenstände. Statuswerte. Anleitung. Ja, 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 ja. Achso, das Zeug, was ich mal abgeholt habe, hier, das findet man dann unter DLC bei System. Falls ich das mal abholen will. Ich bin einsatzbereit. Was wir hier machen, tun wir mit vollem Herzen. Die Slums sind schließlich unser Zuhause. Das ist schön. Ich werde den Leuten von dir berichten. Verlass dich auf mich. Mach ich einfach mal. Gibt's hier noch irgendwas? Nicht wirklich. Okay. Wir haben ein Ziel. Das Ziel ist irgendwo in die Richtung. Die Pfade liegen westlich von hier. Hinter den Schutzzäunen, die man um die Slums errichtet hat. Bereite dich gut vor. Man kann nie wissen. Mhm. Ah, jetzt geht's hier lang, okay. Willkommen auf den Rostpfaden. Das reinste Paradies für lästiges Ungeziefer. Ja, das fühlt sich hier genauso wohl wie der Müll. Mhm. Okay. Gibt's mehrere Wege. Aha. Das ist der Zielbereich. Entweder durch die Höhle oder außenrum. Ich möchte eigentlich alles ablaufen. Direkt hinter mir ist noch ein Weg. Ah, da komme ich jetzt nicht lang. Okay. Wir gehen erstmal den Höhlenweg. Oh, Materia. Frost. Perfekt. Wie gesagt, immer so viel wie möglich ausrüsten davon, damit. Ah, das sind Gegner. Da sind gleich die ersten. Dann zeig mal, was du kannst, Soldat. Au! Lief ganz gut. Ist ja irre. So kämpft man also bei Soldat? Das war doch gar nichts. Vielversprechend. Dann lass uns mal weitermachen. Mhm. Ich lauf mal den Weg hier zurück. Ah, da kommen wir dann hier hin. Okay, okay, okay. Ja, okay, okay. Freche Biester. Ah ja. Gab's hier irgendwas, was ich hätte verpassen können? Ich glaube nicht. Okay, gibt's hier noch irgendwas? Hier gibt's nur auch, ja, Wegweiser. Mhm, mhm, mhm. Folgen mal dem Weg. Eine Bärratte. Schön, schön. Mhm, das ist der Weg. An deiner Seite verlieren selbst die grässlichsten Monster ihren Schrecken. Naja, du musst dich auch nicht verstecken. War echt überrascht. Am besten schützt man sich selbst. Ich hab mich ungewohnt 5 Jahre hier überlebt. Und jetzt mein Quiz. Ja! So langsam müssten wir eigentlich fertig sein. Wenn man hier jemals fertig sein kann. Jetzt sei doch nicht so ein Spielverderber. Die Slums sind etwas sicherer geworden und wenn auch nur für kurze Zeit. Das ist besser als gar nichts, oder? Vielleicht. Deinem Ansehen wird das jedenfalls nicht schaden. Und jetzt komm,
Lass uns zurück zu Biggs und Wedge gehen. Nee. Ich bin hier noch nicht fertig. Okay, hier komme ich nicht durch aktuell. Ja, da geht's auch allgemein nicht durch, okay. Dann nehmen wir jetzt den linken Weg einfach mal. Nur um sicher zu gehen. Mhm. Ich denke mal, die respawnen auch immer mal wieder die Gegner. Davon gehe ich zumindest fest aus. Okay, dann dürften wir ja alles haben. Das ist Shane. Tür auf. Okay, zurück zu den Jungs. Suche nach Kandidaten. Wow, schon zurück? Yep. Ja klar, was denkst du? Die Gefahr ist erstmal gebannt. Boah, seid ihr schnell! Allerdings. Wir haben dich übrigens schon angepriesen. Mhm. Ist ja interessant. Fragt sich, was ihr den Leuten erzählt habt. Ist doch egal. Wenn du weiter gute Arbeit ablieferst, spricht sich das schon von ganz alleine rum. Hast du die Mods schon probiert? Ja. Ja. Ein tolles Schwert. Hab bestimmt viel erlebt zusammen. Ja. Oh ja. Ziemlich viel. Alles okay? Geht schon. Was hast du in den letzten Jahren eigentlich so gemacht? Nichts Besonderes. Ich wüsste es trotzdem gern. Gehen wir etwas spazieren? Zeit haben wir ja noch. Komm. Oh cool, ich komme auch mit. Nächster Wedge. Los, bevor er mir abhaut. Nächstes Mal. No. Och Mann! Wie blind kann man eigentlich sein? Kannst doch den beiden ihr Date nicht versauen. Wir könnten eigentlich auch gleich etwas Arbeit für dich suchen. Willst du vorher noch was einkaufen? Nicht nötig. Bin mir sicher, dass der Waffenhändler seine Meinung über dich inzwischen geändert hat. Wenn du unbedingt drauf bestehst. Ja, dann möchte ich mal zum Waffenhändler. Habt ihr es schon gehört? Die Rostpfade sind angerichtet. Na du? Hey Junge, man erzählt sich, dass du angeblich keine Gegner scheust und für Aufträge zu haben bist. Dein Können hat sich wohl herumgesprochen. Komm auf den Punkt. Hör mal, tut mir leid, dass ich vorhin so ungehalten war. War ein mieser Tag. Schon okay. Du brauchst doch bestimmt gute Waffen, um deine Aufträge zu erledigen, oder? Kannst die da haben. Als Entschuldigung. Wenn jemand wie du eines unserer Schwerter schwingt, ist das gute Werbung für mich. Na gut. Kann ich dich vielleicht sonst noch für irgendwas begeistern? Schauen wir mal. Ich schau mal. Mhm. Ja, nee. Mhm. Kugelsichere Weste, die der Vorliebe von Gardisten Shinra getragen wird. Okay. Ohrringe, die mit Materia-Fragmenten bestückt sind. Ach, Magiewert um so und so viel. Vitalität erhöht sich um 5%, okay. Willenskraft. Belebt im Kampf einmal automatisch wieder. Das Accessoire zerbricht dabei. Ja, nein, danke. Ja, ich kaufe nicht. Ich glaube, das findet man wahrscheinlich eh. Komm bald wieder!